Und da geht es weiter mit Fallout, Leute. Gottes Willen, schon wieder voll. Sensoren umleite. Lange nicht aufgenommen. Heute auch ultra den stressigen Tag gehabt. Ich erzähle euch gleich davon, aber jetzt wird erstmal noch dieses Gespräch durchgeführt, dass wir dann rausgehen können und Leute metzeln können. Kasumi Nakano. Kasumi. Die Energieausbeute bei den Dingern ist übel. Ja. Wer hat die denn entworfen? Deine Mutter. Tut mir leid, ich bin gerade beschäftigt. Kasumi, ich bin's. Deine Mutter? Du Hurensohn. An was arbeitest du denn? Versuche nur, etwas Vorkriegsmüll zu etwas Nützlichem zu verarbeiten. Ja gut. Also, ja, gut. Sagst du mir jetzt, was du hier willst? Ich bin ein Detektiv. Deine Eltern haben mich geschickt. Nicht. Du sollst nach Hause kommen. Sie haben was getan? Du bist so weit gereist? Wegen mir? Meine Eltern. Die Leute, die sich um mich gekümmert haben. Sie würden mich nicht zurückhaben wollen. Nicht, wenn sie die Wahrheit wüssten. Kasumi. Ich werde das jetzt mal umschiffen. Was meinst du damit? Ich bin nicht ihre Tochter. Ich bin ein Zünd. Ich dachte, es wäre leichter für sie, wenn ich einfach gehen würde. Wie hätte so ein Gespräch dann verlaufen sollen? Ich habe euch die ganze Zeit belogen? Eure Tochter ist tot und ich habe sie ersetzt? Du bist verwirrt, Kasumi. Kasumi. Eindeutig. Ich glaube, du bist verwirrt. Jeder zweifelt mal an seiner Identität. Das ist Teil des Lebens. Ich wünschte, das würde stimmen. Wäre ich kein Zünd, wäre alles so viel einfacher. Arcadia ist nicht das, was ich dachte. Es ist mehr als nur eine Zuflucht. Aber ich kann erst gehen, wenn ich dem auf den Grund gegangen bin. Ich bin genug weggelaufen. Okay, wie kann ich dir denn helfen? Wenn da was läuft, kann ich helfen. Sag mir einfach, was los ist. Ich weiß nicht, wie du... Moment. Natürlich kannst du helfen. Du findest Dinge. Suchst nach Antworten. Das stimmt doch, oder? Na klar. Deshalb hast du mich aufgespürt. Ajo. Was, wenn ich dir sage, dass es ein Geheimnis gibt? Ein großes Geheimnis hier auf der Insel. Etwas viel Wichtigeres als ein verschwundenes Mädchen. Kasumi, weißt du, was ich dazu sage? Gut. Ich höre zu. Okay. Wo soll ich anfangen? Du hast die ganzen Computer gesehen, an die Dima angeschlossen ist, oder? Sie enthalten seine Erinnerungen oder laden Daten aus seinem Hirn runter. Vielleicht auch beides. Nun, Faraday hat mich gebeten, bei einigen Reparaturen zu helfen. Und da wurde ich neugierig. Da stecken die Lebenserfahrungen aus einem Jahrhundert drin. Und dann sehe ich sie. Datenmodelle, die Dima erstellt hat. Bei einem überrollt der Nebel Fahrhaber. Bei einem anderen explodiert eine Atombombe auf der Insel. Beides inklusive Opferzahlen. Was, wenn Dima so freundlich ist, weil er etwas vor uns verbirgt? Ein Plan, um den Rest der Insel auszulöschen. Kasumi, du bist verwirrt. du vertraust Dima nicht? Du vertraust Dima nicht? Und bist nur seinetwegen hierher gekommen? Ich bin nicht wegen ihm nach Arcadia gekommen, sondern weil es hier Antworten gibt. Jetzt, da ich eine Heimat gefunden habe, will ich nicht alles verlieren, weil Dima plant, alles zu vernichten. Kasumi, ich kümmere mich drum. Ich helfe, wenn ich kann. Aber viel ist das nicht. Ich weiß. Ich arbeite daran. Aber bisher ohne großen Erfolg. Ich sehe immer wieder, wie Dima, Faraday und Chase ins Labor am anderen Ende des Gangs gehen. Später kommen sie raus und es wirkt, als hätten sie gestritten. Es gibt hier nebenan ein Lager. Das wäre perfekt zum Lauschen. Aber es ist abgeschlossen. Ich habe auch versucht, Faradays Terminal zu hacken, weil er Dima so nahe steht. Aber das Ding ist extrem gut gesichert. Kasumi, mach dir mal keine Sorgen. Zur Seite, dann zeigt der Meisterhacker dir, wie man das macht. Wie du meinst. Viel Glück. Zur Seite. Lass es mich wissen. Kann ich noch diese anderen Dinge auswählen, von wegen ich spreche ich mit bin mir Duma? Sicher. Irgendjemand hat den Schlüssel zum Lagerraum. Du vielleicht? Du hast ihn all die Jahre gehabt? Nicht. Hoppala. Vielleicht Cock? Der hantiert immer mit den Vorräten rum, wenn sie reinkommen. Vielleicht der, mit der immer mit seinem Cock rumhantiert? Möglich. Es ist möglich. Du wirst doch einem Mädchen nicht wehtun, oder? Ach komm. Können wir sie vielleicht jetzt ganz kurz mal testweise umbringen? Oder ist sie immer noch... Oh, sie kann auch nicht sterben, alles klar. Ja, naja, gut. Das hat nicht so geklappt, dieses Beklauen, aber ich würde sagen, die soll auch mal ihr Geld behalten. Leute, heute, der Tag. Der Tag war gar nicht so tragisch, alles war cool. Ich war halt den ganzen Tag unterwegs und konnte nichts machen. Ich habe noch einen Shit-Ton auf Arbeit vor mir, die ich eigentlich erledigen muss, aber ich konnte noch gar nichts machen. Der meiste Kram einfach solche,
Antworten, Nachrichten, Kommentare, Skins, Sachen gut schreiben, Geld aufschreiben und Punkte vergeben und so weiter. Also einfach alles so viel Jumble. Und ich kam einfach noch überhaupt nicht dazu. Ich konnte auch nichts aufnehmen. Also jetzt am Samstag, warte mal, jetzt am Samstag ist auch nur das Medley gekommen. Also in Anführungsstrichen nur, ist das ja eigentlich eine Riesensache. Ne? Ich hoffe, ihr habt alle gesehen. Aber ich wollte eigentlich natürlich wie immer Fallout und CSGO eigentlich noch bringen. Aber das ist doch Müll. Ich würde es wegwerfen. Aber das habe ich halt nicht geschafft. Es ging zeitlich einfach nicht, weil wir den ganzen Tag weg waren und abends nach Hause gekommen sind. Und ja, dann war ja eh alles schon zu spät. Ich konnte natürlich auch nicht vorproduzieren. Ich denke, das impliziert das ja eh, wenn nichts kommt. Weil mir letztens jemand, als ich gesagt habe, ich habe so wenig Zeit vorgeschlagen, hatte ich soll doch vorproduzieren. Und da kann ich dann natürlich nur lachen und sagen, ja gut, ich habe jetzt zu wenig Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Natürlich, vorproduzieren ist eine coole Sache. Aber man muss auch dafür Zeit haben, um dann mal vorzuproduzieren. Nebelkondensatoren. Gleichgewichtsprobleme der Einheiten zu beheben. Dimas vorgeschlagene Verbesserung der Flussaufnahme eingebaut. Energieverbrauch um 7,2% verringert. Feedback aus Verhaber berücksichtigt. Dimas genau Wortlaut war zur Kenntnis genommen und ignoriert. What the fuck, Dimas Verbesserung. Vakuumröhre nach Korrosion an mehreren Stellen neu versiegelt. Adaptive Sitzmotoren rekalibriert. Dima verfängt sich nicht mehr im Speicherzugriffsapparat. Okay, Verbesserung der Energiekupplung. Persönliche Anmerkung, ich mache mir Sorgen, dass wir uns den Grenzen dessen nähern, was Dimas interne Energiequelle sicher aufnehmen kann. Wenn das zu viel wird, besteht die Gefahr, dass er sich überarbeitet. Der arme Dima. Frühere Projekte, rekonstruktive Chirurgie, schweres Trauma am linken Arm repariert, volle Funktionsfähigkeit, Subjekt nach Unfall während einer Reise nach Arcadia behandelt. Okay. Unfall auf der, schweres Trauma da am Kopf und Oberkörper, kognitive Funktion eingeschränkt, Funktionsfähigkeit vollständig wiederhergestellt. Das ist ja edel mit Sims, oder? Gesichtswiederherstellung an Subjekt S2 auf eigenen Wunsch durchgeführte Operation mit geringfügiger Narbenbildung erfolgreich abgeschlossen. Subjekt ist zufrieden mit dem Ergebnis. Technik verbessert sich bei jedem zusätzlichen Versuch. Gut. Das ist schön. Hier ist dieses Terminal, hier ist das mit diesem Meisterdingens, aber das ist doch jetzt nicht das Terminal vom Hans Wurst, oder? Das ist einfach nur das Terminal für die Tür. Ich mach mal die Tür zu. Ja, und da habe ich einfach jetzt no time gehabt, um irgendwas zu machen. Natürlich wird das dann alles noch ein bisschen mehr, weil sich die Kommentare zum Beispiel hier ansammeln. Aber spätestens am Montag kann ich mich da reinknien und das alles dann wieder machen. Nur falls ihr euch gewundert habt, was da los ist. Oh Gott, das ist ja echt ein Hardcore-Ding. Was ist denn hier los? Warum steht das jetzt hier zweimal drin? Nein, wir machen noch kurz diese Klammergeschichte, da könnte nämlich jetzt was rumkommen. Oder beziehungsweise... Cool. Ha! Yeah! Das lasse ich mal so. Und mach das Ding nochmal extra auf, die Tür. Hat uns jemand entdeckt? Nein. Ja. So als Erklärung, warum jetzt da nicht viel los war. Und ich auch noch nicht die Dinge vom Freitag abgearbeitet habe, die Graffitis und sowas. Ganz viele Leute haben, ich habe ja 20 Graffitis rausgehauen. Ich glaube, es haben sich auch alle Gewinner gemeldet, glaube ich. Ja, habe ich alle angeschrieben und es ist, muss ich alles noch machen. Verschissen. Ja, na, also. Ist das der Raum? Kate hat das gefallen. Das ist aber nicht der Raum, von dem ich belauschen oder lauschen kann, oder? Mini-Atombombe, nice. Hier ist jetzt halt ultra der krasse Schotter drin. Richtig sick, guck mal hier. What the fuck, like, dude? Wir müssen nie wieder Munition haben, oder? Unlimited Ammunition. Splittergranaten, die machen uns wieder fett, die Dinger. So. Oh Gott, haben wir viel. Aber wir haben ja auch noch eine Base schon, oder? Bei diesem alten Sack. Oh Gott. What the fuck? Jemand auf Twitch gefollowt. Ich bin noch nicht mal live, es hat einfach jemand gefollowt. Das ist der Follow-Sound. Den habe ich letztens aktualisiert von der Täubling. Ist ein kleiner Ausschnitt aus eines der Werke von Täubling. Und ja, achso, wisst ihr was? Ich denke nicht, dass es da einen Treffer gibt, aber ich sollte es trotzdem mal. Wo ist es denn? Vielleicht lieber mal ausmachen für die Aufnahmezeit. Stream Alert. So, ist ausgeschaltet. Achso, ihr habt jetzt gerade den Stream-Overlay gesehen, nehme ich an. Jetzt müsste alles wieder cool sein. Oder? Ja. So. Ach, das ist eigentlich, das ist die eigentliche Expertentür. Alles klar. Ja, den mache ich lieber mal aus.
muss ich mir dann aber aufschreiben, dass ich die nächstes Mal dann rechtzeitig anmache. Wartet mal kurz. So. Ja, es gibt viele Dinge. Ich habe auch noch nicht die ganzen Sachen, die ganzen Leute übertragen und so weiter in den neuen Bot. Also es ist wirklich noch einige Stunden, die ich da reinsemmel, damit das alles gut läuft. Aber wenn dann der neue Bot richtig komplett aktiv ist, dann können wir unter anderem auch die Bubble Dollar besser nutzen, weil wir dann Musikwünsche haben und dieses und jenes und belausche das Treffen. Ich habe den Raum, habe ich den Raum geöffnet, der, in dem die sich treffen. Wir wollen noch mehr Zeug, krass. Das ist ja eh grün, das heißt, das ist noch nicht mal klauen, wir können es uns ja so oder so nehmen. Ist ja jetzt ein Treffen? Ich warte mal und belausche das Treffen. Hey, wir wollen uns mal an, was die zu sagen haben da, der Dema und die anderen zwei. Oh nein, schnell Licht aus, ich kann es nicht ausmachen. Wir leuchten einfach ultra hier drüben. Kann der Dema auch rumlaufen? Ja, ja, da ist er. Okay. Wollte gerade sagen, der Knilch war vorhin ja voll angeschlossen. Let's go. Wir müssen das ohne Blutvergießen schaffen. Fahrhaber und die Kinder des Atoms haben beide das Recht, auf der Insel zu sein. So wie wir auch. Die werden sich umbringen, Dema. Immer weiter. Wir müssen uns für eine Seite entscheiden. Haben wir uns nicht schon für eine Seite entschieden? Die Nebelkondensatoren zu bauen, war nicht gerade ein Beweis unserer Neutralität. Wir konnten nicht einfach zusehen, wie der Nebel die Bewohner der Insel tötet. Du musstest also den Kindern des Atoms ein Zuhause geben? Das mit der U-Boot-Basis war ein Fehler. Der Nukleus, wie sie es nennen, ist eigentlich eine große Befestigungsanlage. Fahrhaber hat sie vertrieben. Sie haben seltsame Ansichten, aber sie haben uns stets akzeptiert. Und Beichtvater Martin war ein Freund. Tja, der neue Beichtvater nicht. Hoher Beichtvater Tektis ist ein labiler Größenwahnsinniger und wird uns bedrohen, solange wir Fahrhaber helfen. Leute, können wir über das Offensichtliche reden? Wir drücken uns die ganze Zeit drumrum. Meine alten Speicherbänke sind in der U-Boot-Basis. Unglaublich, dass du mir nie davon erzählt hast. Ich muss warten, bis sie zum Sicherheitsrisiko werden. Ich weiß, wie es im Nachhinein aussieht. Aber in dem Moment war es ein Akt des Vertrauens. Ich hatte Sorge, dass sie die Vorkriegssicherheitsmaßnahmen auslösen und sich verletzen. Ich habe den Kindern mein altes Zuhause übergeben und sie über meine Erinnerungen wachen lassen. Ich dachte, wir würden mit ihnen zusammenarbeiten. Wie sicher sind die Datenbanken? Wie viel Zeit haben wir? Und was befindet sich darin? Das hatten wir doch schon, Chase. Ich weiß nicht, was darin lagert. So ist das nun mal. Diese Methode ist meine Art des Vergessens. Aber ich habe einige Berechnungen zu ungünstigen Szenarien angestellt. Wenn bestimmtes Wissen in die falschen Hände gerät... Dann schick mich hin. Ich bin in einem Tag wieder da. Das ist zu riskant. Sie wissen, dass du aus Arcadia kommst. Wenn sie dich erwischen oder auch nur sehen, bedeutet das Krieg. Wir sollten sie zumindest darauf vorbereiten, reinzugehen. Uns gehen die Optionen aus. Ich sage, wir zeigen ihr, wie sie die Speicherbänke knackt. Du hast ohne mich daran gearbeitet? Es kam in einem ruhigen Moment auf, Chase. Aber ja, wir haben ein Programm geschrieben, mit dem man meine Erinnerungen herunterladen kann. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst in mein geistiges Netzwerk einbrechen. Alter. Es wird dich als Eindringling sehen. Ich habe das Programm mit Anweisungen von mir geladen, die dir helfen werden. Es ist leider schwierig zu erklären, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Ich nehme gerade letzte Anpassungen am Programm vor. Ich lasse eine Kopie für dich auf meinem Schreibtisch liegen, wenn ich fertig bin. Das Programm besorgen, damit in die Speicherbänke eindringen. Verstanden? Hoffentlich wird das nicht nötig sein. Wir beobachten weiter die Situation. Ich will, dass du nur reingehst, wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Alles klar. Ich würde sagen, Dima hört sich echt vernünftig an, sehr vernünftig, also so wie wir ihn auch kennengelernt haben, in der letzten Folge wirklich ein höchst chilliger Kerl, spricht mit Dima, hol dir Faradays Programm, ich würde sagen, wir sprechen auch mit ihm, ich denke, gerade weil er so ist, wie er ist, können wir das einfach mit ihm durchsprechen, Rattengift, ja nice. Kate, ich habe da was für dich zu naschen. Kate, die regt sich jedes Mal auf über meine Platzverschwendung, ich trage das, achso, manchmal trägt sie auch was, aber meistens trage ich alles, Also von daher läuft. So. Wir sind noch nicht da. Was ist hier los? Was ist auf der Ebene? Da ist ein Händler, haben wir schon gesehen. Kann ich das alles nehmen hier? Ach Gott, danke schön. Ach Gott, ist das nett von dir. Ich nehme an, dass du nicht lange bleiben willst. Dir jeden, vielleicht ja doch. Haben wir ein Problem, oder was? Hast du ein Problem damit, dass ich hier bin? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Alter! Arcadia ist nur so sicher, wie wir den Ort machen.
Wenn wir unnötige Risiken eingehen und achtlos sind, kann es übel werden. Und das schnell. Sollen wir mal für die Tür gehen? Wenn er bei uns Zuflucht sucht, nehmen wir ihn auf. Lassen ihn wie einen Zünd leben. Frei von Angst. Diese Beschreibung passt nicht auf dich. Das macht dich zu einem unnötigen Risiko. Alter Däden. Nimm's nicht persönlich. Das Minimieren unseres Kontakts mit Außenseitern hat praktische Gründe. Däden, ich sag's mal so. Entspann dich. Ich bin keine Bedrohung. Mach einfach keinen Ärger. Entspann dich einfach, Däden. Hallo. Willst du was kaufen oder so? Ja, ich will was kaufen. Du guck. Dann lass mal sehen, was du so hast. Es ist nicht viel. Blablabla. Was hast du denn Schönes? Er hat nicht... Hab ich ja gerade eine ulterdicke Wumme gesehen, oder war das bei uns? Das war wahrscheinlich bei uns. Ja, das ist bei uns. Haben wir noch irgendwelchen Schotter, den wir immer andrehen können, dem Blade Copter. Was ist denn was haben wir? Was ist denn das? Schmerz in der Trigger? Ach, das ist vom Ding. Nee, oder? Ist es vom, wer ist der? Der Dödelkopf da? Ja, das war's schon. Ich habe keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Ich muss auch mit Leuten reden, ich kann jetzt nicht. Du bist auch neu hier, hm? Hey, komm. Also, ich bin ja auch noch nicht lange. In Ordnung. Ganz ehrlich, in Ordnung. Ohne Chase wäre ich mittlerweile... Klar. Es ist wirklich verdammt schwer, als Sünd im Commonwealth zu... Das hättest du für dich behalten sollen. Hier besser. Es ist hart für... Ist es, wie geht's dir? Tut mir leid zu hören, dass du gelitten hast. Danke. Aber das ist jetzt egal. Ich bin hier, in Sicherheit. Und ich gehe nie wieder weg. Wir sehen uns, Cole, okay? Okay, Cole, tschüss. Cole, da geht's runter. Alles, was wir mit der Triller besprochen haben, Entschuldigung? Ist jetzt voll hier hochgedrungen. Jeder weiß davon. Danke für die Haarklammer, Naveen. Ich hab's für eine Frau, aber okay, okay. Come on, Naveen. Komm. Von außen sieht Arcadia nicht sonderlich beeindruckend aus, aber zu mehr reicht es leider nicht. Es ist sicherlich nicht das, was ich erwartet hatte. Ja. Gute Einstellung. Das ist eine gute Einstellung. Das weiß ich. Glaub mir. Direkt nach meiner Flucht wusste ich nichts mit mir anzufangen. Ich war verloren, verängstigt. Oder liegen. Aber ich habe Gerüchte über Chase gehört. Und darüber, dass sie Menschen an einen sicheren Ort bringt. An einen Ort nur für uns. Und jetzt bin ich hier. Wie auch immer es weitergeht. Tja, das ist doch super. Du kannst von Glück reden, dass du einen Platz für dich gefunden hast. Ja, stimmt wohl. Ich dachte nur nicht, dass ich hier landen würde. Ich muss mir nur immer wieder sagen, dass ich besser hier bin als tot. Na, wen hier ist es super. Müssen eigentlich Synths essen? Eigentlich nicht, ne? Die müssen nichts essen. Und auch nichts trinken dann. Ich meine, sie müssen sich sicherlich irgendwie frisch halten, dass sie nicht kaputt gehen oder so. Ein bisschen Öl trinke mal, aber so an sich. Lauf das doch bei deiner Haarklammer, danke. Speichern mal, falls du irgendwas in die Hose also geht. Du bist also dieser neue Typ aus dem Commonwealth. Ja. Es ist so herrlich, ist mit dem Arm. Jemanden aus der Heimat zu sehen. Oder? Mit dem Gekrippelten. Kasumi möchte leider nicht darüber reden. Aber wie ist die Lage dort so? Da läuft's super. Ich glaube, es wird jeden Tag ein bisschen besser. Oh, das höre ich gerne. Ich würde es eines Tages zu gern wiedersehen, sobald sich die Lage hier beruhigt hat. Arcadia ist ja schön und gut, klar. Aber ehrlich gesagt, wird es doch ein wenig langweilig. Das ist schön. Du bist hier in Sicherheit. Darauf kommt es an. Sieht so aus. Ein wenig Aufregung hier und da wäre aber nicht schlecht. Meinst du nicht auch? Wir sehen uns sicher noch. Pass auf dich auf. Miranda, Aufregung kannst du haben. Ich speichere einfach mal, Miranda. Ja. Dann drücke ich einfach mal auf die 1. Miranda, haben wir uns da verstanden? Guck mal, Miranda, guck mal. Spaß und Action. Oh, ich wollte extra neben sie schießen, dann geht's. Achtung. Oh, Miranda. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich wollte vor sich schießen. Hä, wie habe ich ihn jetzt... Mach einfach mein Aimbot an. Wie habe ich ihn jetzt... Ich habe doch bestimmt 3 cm links von ihrer Fratze gezielt. Miranda, das war dir wahrscheinlich jetzt auch genug Action, ne? Das kann sie sich wahrscheinlich auch merken. Wer ist denn da? Da ist ja auch noch jemand. Wer ist denn hier? Entschuldigung. Kock. Offenbar bist du sauber. Ja. Also, was willst du hier? Ich bin gerade hier, um die Kasumi zu unterstützen. Ich bin hierher gekommen, um Kasumi zu finden. Oh, das ist aber nett von dir. Hm. Diese Kasumi ist wohl ganz in Ordnung. Hm. Vielleicht ein wenig verwirrt. Aber sind wir das nicht alle? Nicht, ja, dass gut. Mich jemand fragen würde, aber es wird alles einfacher, sobald einem klar wird, dass nichts wichtig ist. Kock, du bist ein richtiger Philosoph. Woher du kommst, lass es einfach los. Dann wird das Leben einfach. Oh, mit dem Namen kannst du nicht wirklich ein wohlklingender Philosoph werden, nehme ich an. Ja, da hast du wohl recht. Ach ja. Die meisten Leute hier tun so, als wäre ich durchgeknallt. Schön, dass das mal jemand so sieht wie bei ich. Bei dir auf der Jacke steht naja, Winch oder sowas. Ich habe vor kurzem als Händler angefangen. Ich habe zwar nicht viel, bin aber immer für einen guten Deal zu haben. Lass es mich wissen, wenn du was brauchst. Ich habe es zwar vermutlich nicht, aber lass es mich trotzdem wissen.
Brock folgendermaßen: Ich brauche nochmal drei Kryolatoren. Das Beste, was Arcadia zu bieten hat. Boom. Kommt sofort. Was hat er denn so? Munition? Waffen hat er? Er sagt, er hat nichts. Guck ich es mal an. Was der Cock alles dabei hat. Wahnsinn. Wahnsinn. Komm ich da der Driller? Was war denn da? Ja. Das war noch unsere Leuchterei. Ah, die betreibt die. Ihr müsst doch eigentlich gar nicht essen, Asta. Hast du einen Teil unserer Insel gesehen? Ja. Was sagst du dazu? Die ist super. Echt. Echt toll. Idyllisch. Hat so einen brennt alles nieder und salzt die Erde Zauber. Interessant. Sie wurde natürlich schon einmal niedergebrannt. Ich glaube nicht, dass ein zweiter Versuch viel bringen würde. Oh, Asta. Diese Insel mit all ihren Gefahren und Schönheiten ist älter als du und ich. Das Ökosystem ist nicht mehr so wie früher. Aber es hat sich angepasst. Und es wird sich weiter anpassen. Lange nachdem wir verschwunden sind. Was auf lange Sicht wichtig ist, wir müssen es verstehen. Ist ja und dann schon müssen gut. Wir dieses Wissen an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Wie sie mir die Ultra-Dresche gibt. Das klingt nach einem hehren Ziel. Oh, danke. Ich wünschte, mehr Leute würden diese Sicht teilen. Ach ja, ich bin zwar keine Experte in menschlicher Anatomie, aber sicher deine beste Chance auf medizinische Hilfe. Läuft. Da Dima dich akzeptiert hat. Alles cool. Egal. Ich mach mich dann mal wieder egal. An die Arbeit. Gut, Asta. Mach mal deinen Scheiß weiter. Du bist also hier die Biologin und auch der Arzt. Kate. Ja, deswegen hast du kein Geld, Kate. Deswegen muss ich dich bezahlen, weil du alles wegwirfst. Du Botz. Nice, was wir alles rumfliegen haben. Wir können willst einfach... du was kaufen oder so? Die Idee hier nicht. Also du hast mich. Halt die Gosch. Willst du was kaufen oder so? Vielleicht was Leckeres? Nein, Digga. Ich will nichts kaufen. Ah, da. Ach, hier ist der... Alter, Matrix! Matrix, guck mal da. Matrix, hey? Ach so, Error. Ja, Dima, kein Wunder, dass nicht gedacht hast, ein Error, Dima. Ganz viele... Ah, Dima, also wirklich. Brauchst du dich nicht wundern mit dem Scheiß, den du da hast. Ich verstecke mich. Ich speichere. Wir hacken mal das Ding vom Wurst. Und... sind total krass am Start. Arc Priest. Mhm. Super 1. Ja. Ich habe jetzt gerade nicht wirklich geguckt. Und das war sicherlich auch nicht korrekt. So, jetzt aber mit Konzentration. Also Automobile 0. Na super. Das ist es nicht. Das ist es dann wahrscheinlich auch nicht. Das könnte es sein, oder? Ha! Bringt jetzt aber auch nicht so viel. Wartet mal. Wie sieht's denn hier mit Sacrifice aus? Das könnte... Fick doch die Kacke! Auf ein neues. Wastelords. Gut. 0, shit. Also wir haben Southwards. Das wär's. Ja. Also, Systemstatus. Speicherintegrität 94,7%, CPU-Last 31,5%, Systemfehler offline, unregelmäßige Laufwerksreaktion, Laufwerk B7 reagiert nicht. Faradays Tagebuch, es läuft schlecht. Fahaber und die Kinder des Atoms stehen kurz vor einem Krieg und wir stehen genau dazwischen. Es geht um die Nebelkondensatoren. Wir wollten nur unsere Leute vor der Auslöschung durch den Nebel schützen, doch die Kinder des Atoms empfinden dies als ein Affront gegenüber ihrem Gott. Sie wollen, dass sich der Nebel auf der ganzen Insel ausbreitet, besonders über Fahaber. Und die Bewohner von Fahaber sind ebenfalls von Hass ergriffen. Sie bezichtigen die Kinder des Atoms, den Nebel verbreitet zu haben, obwohl das rein wissenschaftlich betrachtet unwahrscheinlich ist. Hätte Beichtvater Martin bei den Kindern des... bei den Kindern des Atoms noch das Sagen, wären unsere Chancen höher. Dima und der alte Beichtvater haben sich lange... gemeinsame Geschichte, das sind schon alte Kumpel sozusagen. Martin hatte Dima in der alten U-Boot-Basis gefunden.
Und als Arcadia gegründet wurde, schenkte Dima Martin und seinen Anhängern die Basis, die ihnen als neues Zuhause dienen sollte. Fortan nannten sie sie den Nucleus und zu Beginn waren wir erfreut über die Zusammenarbeit, die uns allen mehr Sicherheit versprach. Doch nun ist Beichtvater Martin verschwunden, der ist ja auch tot, und der hohe Beichtvater Tektus hat die Führung übernommen. Er ist ein gefährlicher Größenwahnsinniger der Verhaber, um jeden Preis, das haben wir alles schon mitbekommen vorhin. Was aber noch schlimmer ist, Dima hat seine ursprünglichen Speicherbänke da, das haben wir alles vorhin schon gehört, die Speicherbänke liegen da rum. Die Kinder des Atoms waren unsere Freunde, als Martin sie noch, aber jetzt sind sie nicht mehr unsere Freunde, bla 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 bla. Dima hatte alle einen Grund zu glauben, dass sie hinter den Verteidigungsanlagen aus der Vorkriegszeit, an denen sich Martin niemals zu schaffen machen wollte, sicher unter Verschluss gehalten werden. Dima ist seit mehr als einem Jahrhundert auf dieser Insel. In den Bänken könnte alles Mögliche gespeichert sein. Wenn die Kinder des Atoms einen Weg finden, auf diese ganzen Daten zuzugreifen, könnten sie auf etwas Großes stoßen, das die gesamte Insel in Gefahr bringt. Und es läuft die Zeit davon. Ich habe Dima davon überzeugt, dass... Das haben wir alles schon gesagt bekommen. Ich glaube, das müssen wir jetzt vielleicht doch nicht mehr durchlesen. Okay, aber ich hätte jetzt nicht sofort aufstehen müssen. Lade Faradays Programm runter. Das machen wir mal. Und wir holen uns einfach noch die Ding. So. Jetzt sind wir richtig on der Stissel. Aber richtig. Kann man hier noch irgendwo dran pinkeln oder sowas? Dass er die nochmal so einen kleinen Schock bekommt. Warum liegen hier Gamma-Patronen rum? Dima, das ist vielleicht scheiße gefährlich, okay? Hier spielen Kinder. Ja, hier spielen Kinder. Dima, eine Sache noch. Ich wollte dich noch eine Sache fragen. Eine große Speicherung davor. Wir gucken mal, was Dima dazu sagt. Also wir sagen ihm jetzt einfach, oder können wir mit... Du hast also mit Dima gesprochen. Ja. Du weißt, wieso wir hier sind. Ja. Ich hoffe, du ziehst in Betracht, uns zu helfen. Ja. Synths verdienen ein sicheres Leben. Du hast recht, das ist eine gute Sache. Synths haben das Recht, in Sicherheit zu leben, so wie jeder andere auch. Ja. Es freut mich, das zu hören. Sehr ermutigend. Bitte. Mach ich, hab er ich schon gemacht. Er hat so viel Zeit und Energie aufgewandt, um anderen zu helfen. Er denkt nie auch nur eine Sekunde an sich. Manchmal frage ich mich, nun, wenn ich nicht dafür sorgen würde, dass seine Ausrüstung funktioniert. Und dann sind da ja auch noch die Nebelkondensatoren. So viele Dinge, um die ich mich kümmern muss. Faraday, wie kann ich dir helfen? Er kann von Glück reden, dass du ihm hilfst. Danke, das ist sehr freundlich. Ich kann dir auch helfen. Wenn ich irgendwie helfen kann, lass es mich wissen. Nun, wenn du unbedingt helfen willst, es gäbe da etwas. Es ist allerdings nicht ungefährlich. Wenn du doch nicht willst, verstehe ich das also. Ran mit dem Auftrag. Vor kurzem war ein Boot vor der Küste der Insel. Hatte Zeug dabei, das wir brauchen. Speicherlaufwerke. Das Boot kam hier nur nie an. Die Laufwerke sind also noch da draußen. Ich könnte sie echt gut gebrauchen, allein schon wegen der Ersatzteile. Soweit ich weiß, ist das Boot südöstlich von hier zerstört worden. Meinst du, du bekommst das hin? Faraday, alles chillig. Was ist mit dem Boot passiert? Warum ist es nicht durchgekommen? Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher. Yeah. Fallensteller, Nebelkriecher, da draußen wimmelt es nur so von Gefahren. Die Sache ist, wir haben schon jemanden verloren. Das soll nicht wieder geschehen. Also, bist du bereit? Natürlich. Klar, Faraday. Ich beschaff dir diese Laufwerke. Danke, das weiß ich wirklich zu schätzen. Aber jetzt noch ganz kurz hier mit Dima. Sorry, dass wir jetzt da fast nur Labereien haben, aber ich will das einfach alles hier jetzt abgeschlossen haben. Dann haben wir nämlich das ganze Gesprochene hinter uns. Ja, viele, die die Story richtig genießen, ich denke, für die ist es eh optimal. Dima, ja, optimal. Kann ich irgendwas tun? Wow! Ich weiß, du hast einige deiner Erinnerungen in einer alten U-Boot-Basis zurückgelassen. Du hast Angst, dass die Kinder des Atoms sie finden. Du warst fleißig. Ich hatte gehofft, dass du dir die Zeit nimmst, um uns besser kennenzulernen. Irgendwie hast du das ja auch. Mhm. Vielleicht ist das für uns beide eine Gelegenheit. Bei meinen Leuten bestünde das Risiko, dass die Kinder des Atoms sie erkennen. Ja. Aber du bist neu auf der Insel. I'm new face. Gut, ich höre zu. Bevor ich anfange, wie viel weißt du? Hast du Fragen an mich? Zu Fahaber, den Kindern des Atoms oder meinen Erinnerungen? Ich denke, wir haben keine Fragen hierzu. Wir wissen, dass die im U-Boot hocken. Die Erinnerungen, wir wissen, dass die gefährlich sein können. Fahaber Sicherheit, der Krieg. Wir wissen eigentlich alles. Wir haben ja das Gespräch belauscht und jetzt haben wir eben schon wieder die Hälfte gelesen. Das heißt, das ist ja auch... Ich weiß, was ich wissen muss. Dann ist mein Plan ganz einfach. Gib dich als Rekrut aus und infiltriere die Kinder des Atoms. Verschaff dir Zugang zu ihrer Basis. Du findest meine Speicherbänke in der alten Kommandozentrale. Geschützt durch einige Vorkriegssicherheitsmaßnahmen. Ich werde dir das Programm geben, das du brauchst, um auf meine Erinnerungen zuzugreifen. Hab ich schon. Bring mir alles, was du rausfinden kannst. Das wird anders sein als das Hacken sonst. Du wirst, hast du schon erzählt. Ich habe das Programm mit anderen... Hast du schon erzählt? Da haben wir alles. Hacking-Programm? Sarkastisch, das hab ich schon. Ich hab das Programm schon.
Ich war gründlich. Nun, das heißt wohl, dass ich die richtige Person für den Job gefunden habe. Noch eine Sache, bevor du gehst. Was du auch immer tust, greif die Kinder des Atoms nicht direkt an. Keine Sorge. Das oberste Ziel muss Frieden sein. Wenn du sie angreifst, sehen sie sich im Krieg mit der Außenwelt. Alles klar, das hat doch jetzt echt perfekt gepasst. Die Folge ist somit dann auch erstmal beendet und in der nächsten Folge geht's dann richtig rund. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Damen und Herren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.